Warum einfach, wenn es nicht auch brutal sein kann? Willkommen zurück zu Darkkeeper, und ich werde yay gar nicht mehr so lange sagen, denn es wird langsam so ein kleines bisschen critical. Nicht nur, dass mir das Kobalt und die Kuppelintegrität ausgeht, sondern auch die Übersicht in der Mine. 13 Eisen kann man allerdings relativ gut irgendwo einbauen, hoffe ich. Ich kann auch ganz kurz hier einmal darauf gehen, wenn ich das so... Moment, okay, Schaden. Was habe ich denn vorhin aufgerüstet? Das hier und... Ach so, das... Lol, ich dachte, das hätte ich schon... Ne, Moment. Okay, das habe ich gekauft, das habe ich nicht gekauft. Easy. Ich dachte nämlich gerade in einem... Ne, nach einem kleinen Schreck... Dass ich das hier noch gar nicht gekauft hätte, das wäre natürlich sehr schlecht gewesen. Langlebiges Bündel, sehr lange stabil. Das ist auch geil, Bündel Lebensdauer. Einfach 5 Milliarden Prozent noch drauf. Okay, ne, da steht jetzt zwar 50.000, aber das ist fast das gleiche, in meinen Augen. Boah. Denn keine Ahnung, was ich jetzt hier noch kaufen soll. Gerne auch mal schreiben. Was ihr euch gekauft hättet. Monsterschwächung 95%. Da steht zwar 45, aber scheiß drauf. Aber 45% ist ja doch gar nicht mal so doof. Da nehme ich das nämlich auch gleich mal mit. So, und der nette Herr sieht schon etwas verzweifelt aus, aber da möchte ich auch gerne hin. Also nicht zur Verzweiflung, sondern hier zu den toxischen Dämpfen. Also das, was hier... Die gute Luft, die ihr in einem täglichen Match von League of Legends so mitbekommt. Ja, mal gucken. Spray maximieren, das wäre schon ganz geil. Aber ich habe nur noch 3. Fähigkeit zu maximieren, aber nur wenn ich das überlade. Okay, deswegen nehme ich das erstmal nicht mit. 6 Eisen und 3 Wasser klingt in meinen Augen sehr, sehr, sehr gut. Aber das nehme ich noch nicht mit. So, Kobalt geht mir aus, das habe ich auch noch nicht gekauft, schade. Könnte man mal hingehen, so ganz langsam, aber Eisen ist ja auch gerade am produziert werden durch den, ja, ihr wisst schon. Durch den Ressourcenumwandler. Und direkt wieder Eisen gefunden, Gott! Das war noch so spielen, ey. Ich drück auf A und dann so, ne, meine ich. Ups. Okay. Was das jetzt auch immer sollte. Oh shit, wo war denn jetzt hier die Mitte? Da, ne? Hier? Hoffe ich? Ah, mal schauen. Sollte aber. Ja, okay. Sehr nice. Okay, das wollte ich nur sehen, was da Eisen ist. Aber kurz den Sprint nach oben. Okay, scheinbar kann man das Eisen noch an. Sehr schön. Dinge, die mal funktionieren. Hervorragend. 12 und davon. Genau, das mit der Bündel-Lebensdauer wäre sehr, sehr, sehr cool. Warte, könnte ich mir... Was ist das denn? Gravitationszentrum. Die Schussbündel bleiben direkt unter der Kuppel, anstatt an der Mittelachse vorbei zu fliegen. Hä? Ach so, okay, what? Ja, das ist ja mal mega nützlich. Das werde ich wahrscheinlich mal mitnehmen. Später. Das kaufe ich mir dann später. So. Ja, wäre auch gar nicht so schlecht. Komm, das nehme ich auch mal mit. Und dann kaufe ich mir nämlich gleich hier einmal dieses Bündelzeugs. Und dann würde ich einmal auf Waffen wieder gehen. Könnte man jetzt allerdings auch tun, dass ich einmal diese... Ja, dass ich diesen kleinen... Schwertbeweglichkeit minus 1. Ja, alles hat einen Nachteil. Geschosse werden schneller reflektiert.
Und hier explodieren die einfach mal. Sehr schön. Nee, aber ich muss definitiv hier das... Nee. Nee. Das. Das werde ich mit Sicherheit nicht ausrüsten. Ups. Boah. Ja, okay. Nein, ich will nichts hören. Ich will absolut nichts hören. Ah. Ciao. Das wird immer noch produziert. Dann gehe ich mal hier zurück zu der Position, wo das Eisen liegt. Da, wo das Eisen wohnt. Wo wohnt denn das Eisen? Ja, komm. Krass, dass man das ausrüsten kann, dass das Eisen nicht an der Mittelachse fliegt. Das halte ich schon für sehr, 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 sehr cool. Schieß ich mal dahin, denn dann sollte das auch alles da schön liegen bleiben. Ja, klar. Wie das eine Stück da, ne? Wie das eine Stück einfach mal so kackendreister wieder runterfliegt. So im Sinne von so, nö. Don't tell me what to do. Okay. Boah. Eisen, ne? Nein! Oh Gott. Wieso? Ja, das will... Ja, komm. Du kommst auch noch mit. Komm. Please. Ah, das ist zu knapp. Hab ich verpasst. Hätte ich eher hinfliegen sollen. Aber es ist besser, oben direkt bei der Kuppel zu sein, als dann direkt wieder komplett zu kassieren. Moment, Moment, Moment! Ja, scheiß drauf. Yo, das dicke Vieh. Wenn du gerade einfach dachtest so, yo, die Welt ist wieder in Ordnung, dann kommt der vorbei. Ciao. Ja, ist auch gleich ready. Dann kann ich auch mal eben kurz den Ressourcenumwandler hier. Nein, ich hab kein. Nein. Mist. Okay, jetzt habe ich kein Wasser mehr. Scheiße. Wie der Japaner spricht. Ah, verdammt. Ja, okay, selbst schuld. Das ist natürlich jetzt sehr, 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 sehr uncool. Boah, ich raste gleich so aus. Das soll alles hier dazu. So, danke schön. Nein. Ich glaube, das wird auch nicht ankommen oben. Aber dann kann ich das nochmal eben kurz einfangen. Warte, warte. Hä, wo ist es hin? Ja, oder? Yo, die bleiben genau hier stehen. Ah, es ist auch echt dreckig. Was hab ich mir jetzt gehofft? Wollte ich denn zuerst... wäre eigentlich echt viel besser, wenn ich das jetzt hier mit der... Oh, da kommt immer mehr, sehr schön. Genau, ich nehme das aber mit der... Mit dem Bündel. Was habe ich immer noch nicht? Auch mal gucken, wenn man sich das merken könnte. Ah, wo krieg ich denn jetzt Wasser her? Okay, keine Ahnung. Muss ich einfach mal nachsuchen. Wahrscheinlich. Die alte Methode. Die altertümliche Methode. Und immer wenn man Wasser braucht, dann findet man generell immer nur Eisen. Ich meine, ich will mich ja eigentlich nicht beschweren, aber, ne? Boah. Der Kondensator, den ich mal vorbestellt habe. Hey, irgendwie kann ich das immer noch nicht mit dem... Irgendwie habe ich das mit dem Timing immer noch nicht drauf.
Aber das ist wahrscheinlich ja nur meine 5 Milliardste Welle hier von Domekeeper, die ich hier aushalten muss. Aber scheiß drauf. Was haben wir hier? Verbesserter Rotationsabbau? Nee, danke. Da kommt jetzt ja noch mal eine ganze Menge Eisen. Deswegen... Ja, aber das würde ich eigentlich auch sparen hier für die Klinge. Für die Klinge. Ja, voll daneben. Ja, und schon wieder schön von allen Seiten. Geil. Yo, vorbei den Viechern. Oh, das ist gar nicht gut. Ah, das ist gar nicht gut. Das ist gut. Ah, der Betäubungslaser. Das würde ich ohne ihn tun. Gar nichts. Okay, komm, dann hole ich mal die ganzen Materialien von unten. Dann kann ich mir auch das bessere Schwert kaufen. Auf zum Atom. Und die kleben da immer noch. Warum eigentlich? Genau, einmal das Eisen mitnehmen und einmal die... das hier, das Relikt. Yo, das Megabündel. Das super duper... Megabündel. Ciao. Hä? Okay, sollten die schaffen. Vor allem dadurch, dass ich... Okay. Dann halt nicht. Ja, das Ding jetzt hier will einfach nicht. So, ne? Hm. Da hab ich auch kein Interesse drin. Steinsprengung, Borbert. Borbert ist jetzt so eine Sache, ne? Kobalt wäre jetzt auch nicht so schlecht, aber komm, dann nehme ich mal Borbert. Von den Möglichkeiten, die ich da habe, ist die Steinsprengung eigentlich besser oder schlechter als Borbert? Eigentlich ist Borbert immer das Beste, ne? In meinen Augen. Borbert rules einfach. Okay, aber wir können uns erstmal hier das bessere Schwertchen kaufen. Das Schwertchen. Yo! Das Geschütz. Ach, fuck. Ach genau, jetzt bauen wir uns das ja so zurück. Was daneben? Moment! Reparieren. So, und jetzt du. Jetzt du. Easy. Komm, Spray. Please. Please. Danke. Okay, und den setze ich einfach mal ganz nach unten in den Tunnel. Damit er da arbeiten kann. Wo ich ihn auch jedes Mal observieren kann. Eigentlich hier, ja. Ciao. Ja. Ab in die Hölle. Okay, reicht das? Mal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht reicht, aber okay, ich flieg mal lieber mit und schau mal das an. Ah, es ärgert mich gerade echt, dass ich kein Wasser mehr finde. Wow, das reicht sogar. Ich raste aus. Okay.
man sich dann so, doch so ganz leise. Hätte ich mal am Anfang den Kondensator genommen, aber ich möchte bezweifeln, dass mir das wirklich, wirklich weitergeholfen hätte. Kobalt, easy. Okay, ja, jetzt heißt es nur nicht draufgehen. Dann wird alles gut. Aber auch nur dann. Und Wasser kann ich immer noch nicht, Eisendingens. Ja, das bremst mich jetzt leider extrem aus. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Schade. Jo, dann würde ich sagen, ich muss die Runde hier einmal ohne Wasser überleben und Kobalt. Okay, das mit dem Bouncen ist irgendwie immer noch strange. Steven, so. Okay, die sind easy. Wie kommt das gerade so ein bisschen einfacher vor mit der Schwertkuppel? Man sollte ja vorsichtig sein, was man sich wünscht. Oder was man sagt. Da fliege ich doch gerade erstmal wieder hier zurück und hole mir meinen Kobalt. Damit ich nicht sehr Kobalt aussehe. Wasser. Need water. Tag 327. Ja, Miranda hat immer noch kein Wasser gefunden. Oh, okay, easy. Direkt wieder beim Flaschen. Und drei sogar. Boah. Das ist ja. Das ist schon wirklich schon. Da fühle ich mich ja schon fast wieder schlecht. Moment, hätte ich nicht auch Wasser produzieren können? Doch, ne? Sagen wir einfach mal nein. Sehr gut, dann nehme ich das ja. Ja, ja, klar. Einfach mal in den tiefsten Schacht wieder fallen. So, dann nehme ich das hier noch mit. Und dann werde ich direkt auch ein bisschen langsamer. Und das hier, dann werde ich nämlich noch langsamer. So, Unkenntlichkeit verlangsamt. So, ciao. Dann nochmal die zwei Sphären hier losjagen. Ist doch nicht wahr. Ja, okay, ich hätte... Ja, ja. Ja, ich bin dumm. Ich weiß. Ich weiß. Zwei. Was kann ich für zwei Eisen... Ne, für zwei Wasser kaufen? Gar nichts. Die Lasergeschwindigkeit Borbert könnte... Ach so, stimmt. Ich ganz vergessen unten. Hoppala. Eisenverdopplung? Ja. Ja und nein. Ja, nein, Leckerlis und genau, Grabfähigkeit. Da kann ich ja einmal nach dem gucken. Achso, Eisen habe ich ja gar nicht gefunden gerade, ne? Ja, egal, komm. Wir verbessern Borbert, bis wir auf die nächste Ladung an Zeug stoßen. Der Kuppel, genau, dann kann ich das einmal mitbringen und da kommen schon die unheilvollen. Ne, nicht schießen! Achso, ja, hätte ich auch weiter schießen können. Okay, aber irgendwie. Ist halt einfach, wenn die nur die schicken. Die ganzen Lappen. Wo sind jetzt hier die Leckerlis für den Dude? Außer weg. So, perfekt. Perfekt. Bleach. Oh cool, der ist immer noch am Buddeln. Und die Legende besagt immer noch an der gleichen Stelle wie vorher. Aber das soll uns ja nicht großartig interessieren. Jo, Wasser, sehr schön. Jetzt, wo ich Eisen brauche, da finde ich wieder Wasser. Sehr schön. Aber es wieder falsch gemacht.
Moin. Okay, falls ihr euch gerade fragt, was ich hier mache, ich weiß es auch nicht. Oh Mann. Ich möchte jetzt auch tatsächlich nicht in zu viele Guides gucken, na, dass man irgendwie dann so vorgekaut bekommt, wie man das Spiel zu schaffen hat. Irgendwie finde ich das immer so ein bisschen lame. Also bei so Spielen, wo du irgendwas über 5 Milliarden Stunden sammeln musst oder so, ne? Also bei, bei Elden Ring, da kam doch jetzt letztens das Lösungsbuch raus. Oder wer, ja, besser gesagt, dieses erste von zwei Lösungsbüchern, die einem dann so ein bisschen so die Welt erklären und dann so ein bisschen so die Quests. Das erste ist ja mehr so für die Quests und das zweite dann für die ganze Welt drumherum. Ja, dass man dann auch vielleicht dann doch mal erfährt, was da jetzt wirklich Phase ist, ohne dass man sich dadurch 3 Milliarden YouTube-Videos durchgucken muss. Eigentlich mal eine ganz coole Sache. Ein anderes Lösungsheft hatte ich auch von... habe ich nach wie vor von Zelda Breath of the Wild. Because, ja, bis man da alle Krogsamen zusammen hat, die möchte ich gar nicht sammeln, ne, aber alles andere drumherum, dann dauert das auch seine Zeit. So, Stärke von Borbert. Na, aber das sind dann auch eher so die Ausnahmen. Jetzt bei so einem Spiel wie Domekeeper, ich glaube nicht, dass da mit der Zeit ein Lösungsbuch rauskommt. Das halte ich für leicht unrealistisch. Was ist das denn hier? Laserschwert, elektrische Klinge. Ist elektrisch geladen und verursacht bei Berührung zusätzlichen Schaden. Okay, easy. Für 30 allerdings auch echt eine Kampfansage. Ich nehme tatsächlich immer das hier mit. Könnte ich mich noch ein kleines bisschen besser hier die Kugeln hier wegschießen und wahrscheinlich noch andere damit treffen. Boah, das ist extrem gut. So, ciao. Jetzt kommen leider zwei. Auch die sind kein Thema. Jo, easy. Und das Eisen ist auch fertig. Frisch aus dem Ofen. Und wir wandeln wieder ein Water um und bringen mal dem Borbert hier sein frisch verdientes Leckerchen. Der wieder mal schön am Pennen ist. Dankeschön. So, bitteschön. Oh, Moment. Hier. Nicht da lang. Nicht da lang. Danke. Muss doch liegen, dieses Eisen. Wieder nichts. Gar nichts. Flaute, nada, niente. Ja, danke. Und da fliegt mir auch die letzte Sphäre weg. Cool. Ja, man kann hier noch schießen und dann auf zurück zum Tageslicht oder whatever this is. So fahre er hinauf zur Kuppel. Okay. Verbesserung, ne. Boah. Ja, sollte machbar sein. Komm, so, ne? Spray, 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 Spray. Tschüss. Aua. Ich finde das ehrlich gesagt eine richtig geile Sache, wenn man so... Ach, nicht schon wieder, so. Ich finde das eine richtig geile Sache, habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen.
wenn man am Ende der Mission, ne, am Ende des Szenarios einmal sieht, was man eigentlich alles übersehen hat und wo das lag. Einfach nur, damit man dadurch, noch so einen kleinen Wutanfall dazu kriegt. Gratis. Ich würde das irgendwie feiern. Ah, hier muss doch irgendwo das Eis. Ja, easy. Ja, und ich habe auch das interne Duell mit Bobbit gewonnen, weil der nämlich da unten noch absolut überhaupt gar nichts gefunden hat. So. Wie immer, also. Okay, und schon wieder am Pennen. Ah, oh Gott, halt euch doch mal. Relativ chillig heute. Relativ. Oh, und Wasser, sehr schön. Da ist es wieder, das große Wasser. Ach so, ja, genau. Cool. Hab ich gar nicht daran gedacht, dass hier eine. Easy. Dass da noch eine Kante ist. Die gefährliche Kante. Nein, ich bin ja gar nicht da mittig. Ja, genau. Das ist leichte Pieksen. Pieks. Immer schön ins Auge. Richtig schön ins Auge erstmal. So. Okay. Was habe ich auch nochmal gefunden? Ja, nehme ich da mit. 14 reicht leider nicht, weil irgendjemand ja unten das Eisen. Oh. Nein. Boah. Nee. Wo hat der Idiot das jetzt gerade hingeschossen? Keiner weiß es. Ey, wo ist das hin? Boah, okay. Wahrscheinlich runtergefallen, hoffe ich. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke an 5 Milliarden Sachen gerade gleichzeitig. Und ich weiß nicht, wo das dämliche Teil jetzt da hingeflogen ist. Der Bobbit muss jetzt leider ohne leben. Ach, hier, da liegt es doch. Die Legende besagt, dass ich dieses Szenario wahrscheinlich echt völlig zu Unrecht schaffen werde. Nein! Boah! Warte, nein. So, jetzt. So, viel Spaß. Einfach so richtig gegen die Wand klatschen. So, nein. Boah, Bert. Please. Er ist und bleibt einfach der Beste. So, und das war's auch. Das Beste bleibt, um die Spannung zu erhöhen, sind diese Cliffhanger am Ende von jeder Folge. So, tut mir leid, komme aber. Ich habe jetzt auch eh die nächste Welle wieder vergessen. Warte!